sehr verehrten Damen und Herren. Es ist mir eine ganz große Ehre, heute Abend neben dem Besten zu sitzen, was Belgien zu bieten hat. Das wusste ich zwar immer irgendwie, aber es ist schön, das nochmal aus berufenem Munde zu hören. Es ist ein kleines Land, ja. Und wie Sie hören, dass das Beste aus Belgien spricht auch sehr gut Deutsch, deswegen müssen wir David Klaboud nicht übersetzen. Und ich freue mich sehr, Ihnen in einem hoffentlich ebenso kurzen wie kurzweiligen Gespräch sowohl die Arbeit, die reine Notwendigkeit vorzustellen, die Sie alle schon gesehen haben, hoffe ich, oder zumindest die Chance hatte zu sehen im Garten. Sie wird noch bis um 10, glaube ich, weiterlaufen. Aber vielleicht auch ein bisschen so ein paar Ausblicke zu geben auf das Werk von David Klaboud, was auch schon jetzt 20 Jahre lang sich entwickelt. Also ein junger Videokünstler, der schon großes Œuvre vorzuweisen hat. Und ich kenne David Klaboud auch schon seit einigen Jahren. Meine erste Ausstellung vor vielen Jahren, als ich einen Ausstellungsbetrieb wechselte, den Kunstverein Hannover, war tatsächlich eine Ausstellung mit David Klaboud, die mich damals sehr tief beeindruckt hat, vor allem deswegen, weil ich nicht genau wusste, was ich da machen soll im Kunstverein, weil ich der Einzige war, der rumsaß und alle anderen weg waren und ich die Aufgabe hatte, diese Ausstellung zu organisieren. David Klaboud, das haben wir schon gehört, ist einer der wirklich interessanten, spannenden Künstler, die wir in den letzten Jahren beobachtet haben, Bereich, ja, da fängt schon an, spannend zu werden, Bereich Video, Bereich Fotografie. Man kann das nicht ganz genau fassen. Wenn Sie einen Katalog durchblättern, eine Ausstellung von David Klaboud anschauen, werden Sie merken, das Erste, was Ihnen sozusagen entgegenspringt, ist eben die Vielfalt, die Komplexität seines Œuvres. Alle möglichen Medien werden bedient von, wenn man so will, Low-Tech, wie hier bei Die reine Notwendigkeit, wo 12 Zeichner in 3 Jahren eine neue Version des Dschungelbuchs erstellt haben, wie Sie schon gesehen haben, ganz ohne Mowgli und die vermenschlichten Tiere. Aber es gibt auch gerade eine aktuelle Arbeit von David Klaboud in Berlin, wo das Programm eines Computerspiels benutzt wird, um über 1000 Jahre das Berliner Olympiastadion in sich zusammenfallen zu lassen. Also wesentlich, glaube ich, ist bei David Klaboud immer auch die Wahl des Mediums, wie gesagt, von Film über Zeichnung. Und wir besitzen ja schon länger eine sehr schöne Arbeit von David Klaboud, eine Leuchtbox, die erinnern Sie vielleicht, hatten wir bis vor kurzem auch in Gartenhallen gezeigt, eine schwarze Leuchtbox, wo man erst sozusagen nach mehreren Minuten das Bild sieht, das wie eine Fata Morgana aus dem Nichts auftaucht. Und ich möchte deswegen auch vielleicht mit der ersten Frage gleich einsteigen, wie kommt man auf die Idee, einen Zeichentrickfilm so zu verändern, dass eigentlich die Geschichte des Filmes gar nicht mehr vorkommt. Dass alle Protagonisten, die man erwartet, alle Tänze, Spielereien, die man eigentlich im Dschungelbuch kennt, plötzlich weg sind. Erstmal Soundcheck. Könnt ihr mir hören? Ja, okay. Weil ich bin selbst half doof heute. Auch so etwas nicht, wie eine Erdgeldruf. Nicht doof. Doof. Deaf. Taub. It's the same. Ist das Gleiche. Also wir überlegen es nochmal mit Übersetzung, aber ich greife da ein. Also eine gute Illustrierung von meinem Deutsch. das Idee, das kam eigentlich ganz kurz, bevor wir miteinander geredet haben, vor ein paar Jahren. Das ist relativ recent, aber oft habe ich Ideen in meinem Kopf für 17 Jahre, ist mein Rekord, glaube ich. 17 Jahre warten, bevor eine Idee realisiert wird. Und hier haben wir in einer Zeitspanne von 3-4 Jahren. Und ich muss auch sagen, wenn du, Martin, nicht so enthusiast gewesen warst für diesen Jungle Book Projekt, dass es noch nicht existieren würde. Und dann Herr Kramer und dann das ganze Städel-Projekt sich doch konkretisierte, auch finanziell die Produktion ein bisschen geholfen, weil ich wusste überhaupt nicht, wie viele Jahre und wie viel Zeit das dauern würde. Ich wollte das ursprünglich auch komplett anders machen. Wir hatten in dem Studio ein paar Projekte gemacht, die nicht mit traditionellen 2D Animationen wie der Jungle Book gemacht. Ich habe überhaupt keine Erfahrung damit. Und wir hatten mehr Erfahrung mit 3D-Animationen und wir wollten das eigentlich wie immer, hatte ich so naiverweise
gedacht, ja, wir machen das auf 3D und dann übersetzen das. Und ich dachte, das ist wirklich eine intelligente Idee. Wir haben 3 Monate daran gearbeitet, bis das kollabiert hat und nicht funktionierte. Und dann, ja, irgendwie war das auch eine gute Nachricht, weil meine andere Teil des Studios, die so Spezialisten in 3D und Fotografie, die wollten eigentlich an andere Sachen arbeiten und nicht an einem Trickfilm. Und die waren sehr froh, wenn wir dann entscheiden haben, wirklich für Künstler zu gehen, traditionell getrennte Zeichentrickkünstler, junge Leute vor allem. Und von dem hier, wir 10 Personen heute Abend hier sind, so ein ganz großen Thank you. Und die so wird ihr aufstehen lassen? So wird ihr aufstehen lassen? Ich will die auch mal sehen. Ich will mal die zehn Sklaven, die über 3 Jahre Sklaven, lang... Wenn die mal aufstehen? Wo sind die denn? So mal winken. Nee, die gucken... Genau. Es war jetzt nicht ganz 10, ne? Es waren nur 5, aber egal. Aber das hat beim Anfang hat es auch nicht komplett geklappt, weil das eigentlich, was ich wollte, war ungefähr diametral gegenüber, was die irgendwie die Religion von der Animation sagt. Die sagt, das geht über Leben schaffen, Leben geben an einen Linien auf einer weißen Oberfläche. Und ich wollte das Umgekehrte machen, ich wollte das Leben eigentlich wegnehmen von das Original, der Original-Trickfilm, die vor allem geprägt ist von Rhythmus, Tanzen, Farbigkeit, Dynamik, also wirklich so hochmoderne Dynamik. Und ich wollte irgendwie, also ich finde Enttäuschung, das kann auch eine gute Qualität sein, und ich probiere das manchmal zu nutzen. Ich wollte etwas enttäuschend darstellen, das vor allem erinnert an einen dynamischen Ursprung, aber selbst nicht diese Dynamik hat. Und das ist so wie Fragen an einen Schauspieler, um nicht vor der Kamera zu stehen und nicht zu aktieren. Das ist wirklich das Umgekehrte. Und das hat beim Anfang auch dann nicht geklappt, die ersten paar Malen, weil die Leute hatten es nicht verstanden, die ersten Leute, die daran gearbeitet haben. Und dann plötzlich hat sich das geändert, so nach ein paar Monaten. Und ich glaube, das hat sich geändert, wenn ein paar mehr, aber ihr wisst das besser als ich, was die interne Küche, wie das war und warum das denn plötzlich geklappt hat. Aber plötzlich haben das dann verstanden, dass es eigentlich das Boredom, dass es auch eine Qualität gibt, Langeweile. Und das vor allem mit so einem Vorbild wie diesen 1967 Jungle Book, dass immer die Erinnerung bleibt an der Film, um uns zu retten, wenn es nötig wäre. Und ab dann hat es eigentlich gut geklappt. Und ich wollte genau 1 Stunde realisieren, weil irgendwie, also Zeit ist etwas Wichtiges in meiner Arbeit, in diesem Sinne, dass Künstler, die seltsame Kreaturen sind, die irgendwie noch Zeit haben, ohne allzu viel Deadlines. Obwohl, das ist eigentlich auch nicht richtig, aber ich lasse uns mal annehmen, dass es so sei. Weil anders ist Zeit eigentlich ein vollkommen kapitalisiertes und atomisiertes Gegeben, das einfach Geld wert ist. Und in diesem Sinne finde ich es immer lustig, sehr lange und sehr teure Sachen zu machen, die mich fast bankrott machen, weil eigentlich das so Labor ist etwas, was auch wirklich seinen Korpus haben kann und Zeit auch. Diese 2 Sachen sind eigentlich ganz wichtig geworden über die Jahre. Und ich wollte das genau 1 Stunde, wo am Ende jede Stunde das Mädchen das Lied singt.
Das ist das Mädchen, die das Wasser holt und das Lied. Und sie verliebt sich in Mowgli. Und sie verlieben sich gar nicht, aber einfach, dass der Junge geht weg aus dem Tier. Was eigentlich das Ende des Filmes ist von Disney. Ende des Filmes. Und irgendwie auch so etwas ein Schock für Kinder, wenn die das angucken. So, wie kann er das Paradies verlassen? Aber zugleich ist es auch ein Zeichen, ja, ihr werdet alle, wenn ihr später erwachsen seid, das Gleiche machen, ja? Ein Mädchen und heiraten und das Mädchen wird das Wasser hauen, in die Kanne wieder zurück nach dem Dorf bringen. Also es ging mir ja ähnlich, als ich als Kind den Film gesehen habe, ich fand es immer auch unverständlich, warum er die ganzen Tiere alleine im Dschungel lässt und dann dem Mädchen hinterherläuft, und ich habe mich deswegen auch gefragt, als ich so Gespräche über den Film immer uns tiefer da verstrickt haben, was für eine Rolle spielt auch dieser Background der Geschichte, also Kipling, der selbst mit 6 Jahren aus Indien weg musste, immer das sozusagen als Vertreibung aus dem Paradies empfunden hat, ich glaube, das Buch dann seiner Tochter geschrieben hat, die wiederum sehr früh gestorben ist, also es liegt unter dieser spielerischen Oberfläche, unter diesem im Film sehr rhythmischen, lustigen, bewegten, hier unter dem episch dahinfließenden, liegt eine ganz andere Geschichte drunter, und das ist ja oft bei deinen Arbeiten so, dass plötzlich unter der, du nennst es langweilig, ich finde es ja gar nicht langweilig, aber in diesem Moment des Dahinfließens von Zeit oder auch des Entschleunigens Geschichten, von Erzählungen, dass da immer noch was drunter liegt, was nicht ganz weg ist, aber trotzdem eine Rolle spielt im Hintergrund der Wahrnehmung. Ja. Ich fand immer diesen Dynamik von Euphorie und Depressionen, wie wir es so schon verschiedene Malen besprochen haben, etwas Schwieriges, das nicht ganz mit meiner Natur zusammengeht. Ich fand das immer ein schwieriges Thema, weil es ist eigentlich der Hauptrhythmus unserer Society, wie heißt es? Gesellschaft. Es ist immer highs and lows, so ob es nur das geben kann als Energie. Wenn wir denken an was Realität und was die Natur ist, dann ist es etwas ganz, das hat das nicht. Ja? Das hat vielleicht etwas Siegliches, aber das hat nicht diesen Ups and Downs. Braucht es auch nicht zu haben. Und ich wollte das einfach wieder zurückbringen zu einer Art vielleicht lineare Energie, aber trotzdem eine Energie. Nicht, also das Langweilige stimmt in der Tat nicht komplett. Das ist eher so etwas, das enttäuscht, und die Enttäuschung dauert auch nicht lange. Die setzt sich um in eine Art Räumlichkeit oder eine Art Zeitlichkeit, wo Zeit breiter wird als immer wieder diese Market Shares, ja, wie Zeit geworden ist, das ist Market Shares. Wir werden alle geboren, sind jung, glücklich, haben so viele Market Shares, und dann fängt an zu verlieren, diese Market Shares. Und denn das kreiert diesen Logik der Nostalgie, der Verlieren. Also oft in meiner Arbeit habe ich mir dagegen, wie heißt das, versetzt? Nee. Gewehrt oder dagegen gestellt? Dagegen gestellt, gegen diese Logik von, was eigentlich auch immer Nostalgie mit sich mitbringt, verwehre ich mich gegen. Ja? Mich gegen. Ich fand ja immer einen Begriff, der mir immer, ich finde es immer sehr schwer, die Arbeiten von David Klabaut auch begrifflich zu fassen, weil sie sich eben auch einer Erzählung oder Nacherzählung entziehen. Ein Begriff, der mir wieder einfiel, ist eigentlich das ist ein Klischee vielleicht. Ich komme gerade aus Paris, wo diese wunderbare Magritte-Ausstellung eröffnet wurde, der Moment der Melancholie und diese inneren Traurigkeit. Ist das ein Insult, eine Beleidigung, wenn man das dann an einem Werk aus anrichtet? Belgisches? Oder Flämisches vielleicht? Ach, keine Ahnung. Aber es gibt so einen Unterzug, wo eben diesen Warten, eine gewisse Traurigkeit drunter ist, immer dieses Beobachten. Immer. Ja, also wenn du über Magritte redest, gibt es auch diese Wahrnehmung von Zeit, die, also wie gesagt, die kann nichts anderes als etwas Melancholisches provozieren. Mhm. Weil Zeit für uns einfach ein Mittel geworden ist von Effizienz und Aufteilung und Kapital. Aber es irgendwie auch eine andere biologische Realität gibt, die nicht
immer damit zusammenstimmt. Und das ist natürlich auch Sujet von diesen Arbeit, die erst vor 2 Wochen in Berlin geöffnet ist, die Olympia, die 1000 Jahre dauern sollte, wo diese Art Market Shares eigentlich auch wieder in Frage gestellt werden. Und also nur mal zur Erklärung, was man sieht, ist wirklich eine Kamera, die endlos lange, 24 Mal am Tag? 24 Mal im Tag. Um das Olympiastadion kreist und Menschen sitzen dann in dieser neuen Kunsthalle, in der Kindl-Kunsthalle und sind wie vollkommen fasziniert, wie bei der Schlange K, können sich gar nicht lösen, es passiert nicht, die Kamera kreist und kreist und kreist. Es ist online mit der Außenwelt verbunden, das heißt, die Tageszeiten, ja. Die Jahreszeiten, die Bäume wachsen, die Pflanzen wachsen, ja. Irgendwann wird auch dann tatsächlich was zusammenstößt, aber de facto sehen sie gar nichts von dem, was sie beschreiben, sondern die Kamera kreist einfach wie so ein unbewegter Beobachter immer weiter um dieses Olympiastadion, das eben dann in seinen 1000 Jahren irgendwann doch kaputt sein wird. Ich finde das immer interessant zu denken, dass die menschliche Zeit, das verbracht wird, bevor ein Arbeit oder etwas anderes, dass sie immer irgendwie zu kurz ist, um alles zu erleben. Und mit Olympia ist das literarisch so gemacht, dass 1000 Jahre, dass man die irgendwie nur füllen kann, wenn man seine eigene Zeit damit abmessen kann. Und das Ding in Berlin ist ein Software, das ist ein Computerprogramm. Und ironischerweise ist für mich das Computerprogramm immer noch so eine Art Promess von Ewigkeit, die keine, man weiß niemals genau, wenn ein Computerprogramm aufhört zu funktionieren. Wir wissen alles, es ist viel schneller, als wir erwartet haben, aber wir wissen nicht genau wann. So irgendwie ein Computerprogramm ist immer so noch etwas, das Divine Thing, von dem man einfach ein Horizont erwartet, aber nichts etwas Konkretes. Und deswegen war das wichtig für mich, dass das auch ein automatisch laufenden Computerprogramm mit bestimmten Algorithmen und die das Wetter herunterladet vom Internet, auch die Impact der Saison neu berechnet. Wenn es ganz kalter Winter gewesen ist, hat das einen Einfluss auf die Vegetation nächsten Frühling. Aber dass man eigentlich nur etwas sehen kann, was man nicht sehen kann, zu sehen bekommt. Ja. Und was machst du, wenn die Arbeit in Japan gezeigt wird? Dann ist es dunkel in der Gallery Hours. Denn vielleicht, wird es im Dunkeln gezeigt, das können wir machen. Oder wir können es auch Delay einbauen, zum Beispiel, wenn man es in New York zeigt, von 6 Stunden. Also, das ist irgendwie künstlerische Freiheit, die nicht besonders konsequent ist. Was für eine Rolle spielt der Betrachter? Es gibt da ganz unterschiedliche Momente, wo der Betrachter Arbeiten mit Bewegungsmelder, also wo tatsächlich sich in dem Moment, wo man als Betrachter in den Raum reinkommt, was passiert. Und man wartet dann und es passiert. Vielleicht mach du das, diesen Slideshow, weil ich vergesse es immer. Einfach so jede 10 Sekunden. Fall ist es so, dass der Sound einen ja umgibt und man nicht genau weiß, also sind die Vögel jetzt reale Vögel, die zwitschern, und sind sie Vögel im Soundtrack? Es ist immer so ein Moment, bei eben unserer Lightbox, der Betrachter ist plötzlich da drin und ist Teil dieses Prozesses, weil er eben mit seiner Wahrnehmung erst zum Erscheinen bringt. Ist der Betrachter eine wichtige Größe? Ja und nein. Der Betrachter ist, was immer vergessen wird. In westlicher Bildkultur ist der Betrachter der wichtigste Punkt, aber wird immer irgendwie magischerweise vergessen. Wird niemals über den Betrachter geredet, aber immer über was man sieht und die Technologie dahinter und bla bla bla. Ob eine Malerei auf Öl oder Acrylfarbe gemalt ist. Und der Betrachter irgendwie, der Betrachter heutzutage ist der Konsument geworden. Das ist der,
das ist eine Art, erst eine Art Mechanismus geworden, die gezielt irgendwo geleitet muss. Es ist nicht langer mehr der moderne, lass uns mal sagen, emanzipierte Stadtmensch ohne Programm. Und ja, der Betrachter ist wichtig, aber ja, ich bin auch ein Betrachter und es ist schwierig. Also irgendwie einen erfolgreichen Arbeit ist irgendwie immer einen gute symbolische Übung mit der Betrachter. Encounter, wie heißt es? Begegnung. Begegnung mit einem Betrachter, die es nicht gibt. Und vielleicht kann Kunst in diesem Sinne interessant sein, weil die hat immer einen abstrakten Betrachter. Also wenn sie gut ist. Ne? Wenn, sie kann auch einen ganz konkreten Betrachter haben, aber dann glaub ich nicht, dass sie die nächsten 10 Jahre überlebt. Und für mich ist der Betrachter jemand, der keine Zeit hat. Und ich habe daraus meine Lebensarbeit gemacht, weil der Betrachter jemand ist, die schnell zu seinem nächsten. Und ich bekomme jetzt aus Berlin viele also Berichte von Leuten, die es gesehen haben und die immer sich entschuldigen, dass sie nur 15 Minuten gehabt haben, für die Ausstellung anzugucken. Und nicht 1000 Jahre. Und dann denke ich, ja, yes, das ist natürlich ideal. Und ich würde auch sagen, dass ein Großteil der Gegenwartskunst produziert wird mit einem Betrachter, der keine Zeit hat. Vor allem, wenn es um Filme und Dokumentarkünstlerfilme geht. Ja, die sind ja, wir alle kennen die Dokumente oder Biennale-Besuche, wo man Man rechnet damit, dass die Besucherin schlaft oder weggeht. Aber also in Berlin gibt es bei der Kindelkunsthalle gibt es weiche Sitzsäcke, wo dann auch Menschen bei der Vernissage eingeschlafen sind, dann irgendwann rausgeworfen wurden. Also ja, obwohl, das ist auch eine Möglichkeit. Angeschlafen weiß ich nicht, es sah so aus, aber es war natürlich komplett dunkel. Und weil das eine Arbeit in Realzeit ist und Mitternacht war, ja, war die beide Bildflächen, die waren komplett schwarz. Weil es ist Nacht in Stadion in Berlin und ich wusste überhaupt nicht, wohin diese Leute gucken, weil es gab nur einen Sternenhimmel. Aber vielleicht hat der Lullaby-Effekt dort wirklich gut. Ja, die haben auf den Sonnenaufgang gewartet. Die haben auf den Sonnenaufgang gewartet, vermutlich. Sonnenaufgang. Ja. Sonnenaufgang ist sehr schön, ist wirklich sehr schön. Und das, ich glaube, diese biologische Verbindung hat diese Arbeit geschafft, wirklich. Weil es gibt Momente, also jeder Moment im Jahr ist anders, weil es gibt die Equinox, aber dann es gibt Winter, wo das Licht ganz niedrig fällt. Und ich habe so viele Sachen gelernt mit dieser Studie. Jeder Stein im Olympiastadion steckt in meiner Arbeit genau, wo er im realen Gebäude steckt. Aber auch, ich habe gelernt, dass das letzte Licht jeden Tag fällt auf die zwei, wie heißen diese Skulpturengruppen auch wieder von Arno Breker, diese zwei Diskuswerfer. Ja. Und das ist so etwas unglaublich Poetisches, dass ich weiß, das hat noch keine entdeckt, weil man darf darüber auch so nicht in diesen Termen reden. Mhm. Lass uns mal ganz kurz vielleicht zu unsere Arbeit, die ja. Notwendigkeit zurückkommen. Ah, das sind zum Beispiel genau. diese Fehlübungen in 3D. Ich wollte diese Tiere erst komplett in 3D schaffen und dann bewegen lassen. Und die sind natürlich schön, aber sind total nützlos geworden. Man lernt ja jedem Gespräch auch Neues über die Arbeit, die man über längere Zeit begleitet hat. Was ich gerade erst auch verstanden habe, ihr habt wirklich auch Bilder, Bewegungsabläufe erfunden. Ich dachte immer, das wäre relativ 1:1, also das Original von Disney. Habe ich auch gedacht beim Anfang. Ach so, okay. Dann haben die gemacht, was sie wollten, oder? Also, wir erfanden, dass diese 3D-Tiere keine Seele hatten. Die hatten keine, in jeder Bewegung hatten die nicht die Seele. Und ich hatte einfach einen banalen Fehler gemacht. Ich hatte der künstlerische Qualitäten der Originalzeichenkünstler ignoriert.
Und deswegen wusste ich dann, dass wir also wirklich auch Künstler einladen müssen, um das neu zu schaffen. Aber wie viel Erfindung ist dann dabei? Also was ist, also wo ist es so ein, keine Ahnung, ready-made, dass man über so ein gefundenes das Stück Idee Film? Ist ready-made, hä? Das Idee ist ready-made, aber der Auswirkung ist also das Umgekehrte, ist eigentlich eine feste Arbeit. Es sind viele lange Stunden und Jahre von, also es sind fast 90.000 Einzelzeichnungen, eine Stunde. Und ja, ist noch schlimmer ist, dass ich sehr schlecht, ich habe niemals eine Trainierung gehabt als Filmmacher. Und ich weiß überhaupt nicht, wie man ein Storyboard machen muss. Also kann ein paar Zeichnungen machen und das Idee illustrieren, aber eigentlich mussten andere mir helfen, um diesen Storyboard zusammen. Und eigentlich mache ich Storyboards auch nicht so, weil die setzen zu viel fast, was sich im Prozess noch ändern kann. Und dann haben wir einfach gesagt, ja okay, jetzt nehmen wir die wichtigsten Szenen, von dem ich weiß. Das ist zum Beispiel eine der Skizzen, die ich gemacht habe. Ein Versuch zu Storyboard, aber es gibt nur ein paar Paginas. Danach hab ich das aufgegeben, weil ich war komplett verloren. Also wir haben einfach verschiedene Keypoints ausgenommen, von denen ich sicher wusste, ich will die drin haben. Und die haben zum wir. Zum Beispiel? Was war das? Der Bär, die ein bisschen deprimiert mit Valium. Also Valium war immer ein wichtiger Konzeptteil. So. Da fällt mir ein, dass Kunstwerke immer auch Selbstporträts sind, ne? Ich bin die ganze Zeit schon im Kopf gegangen. Dass, also. Möglicherweise. Aber ich denke immer an Michel Foucault, wenn man ihn gefragt hat nach seiner persönlichen Input, hatte immer geweigert, darüber zu antworten. Also ich weiß auch überhaupt nicht. Aber also der Bär war wichtig. Der Bär, die Geier, Gier, Geier? Geier. Geier. Ja, Mowgli war kein musste raus. Das Mädchen musste drin bleiben, aber ganz alleine. Aber Anfang und Ende sind gleich, wieder wie im Film. Also das fängt an mit. Ja, die sind ähnlich. Mit Balu, mit Bagheera. Ja. Im Felsen liegt es halt auf und dem Mädchen das Wasser. Ja, aber das ist im Original auch nicht. Im Original ist es nicht Bagheera, im Original ist es Mowgli, die über die Steine und an die Wasserfälle, man kann ihn sehen. Das ist der Eröffnungsszene von das Original. Also das ist wirklich ein. Das bringt mir zu etwas, das ganz lastig, oder nee, lastig, wie gesagt, lästig, ist immer in bewegtes Bild und Animation, ist, dass das ist eine der Grunderfindungen der Modernität. Sie kann nicht anderes als vorwärts bewegen und vorwärts gucken. Weil das ist strukturell inhärent an Animationen. Das sind 25 Bilder und ein läuft hinter der anderen. So sie hat immer eine fundamentale Liebe zum Leben. Und das Moment, wenn das man herausnimmt oder etwas anderes damit tut, scheint es, ob man Liebe der Tod mehr als das Leben. Aber das ist natürlich nicht notwendigerweise so. Aber das bewegte Bild, irgendwie, was ich immer mache, ist eine Art Resistenz gegen Fortschritt und der Dogmatik der Fortschritt. Aber immer auch der Versuch, im Moment festzuhalten. Also eine deiner schönsten Arbeiten, die wurde auch kürzlich hier in Mainz gezeigt. Ja, aber festzuhalten ist eigentlich eine kranke Sache, weil das verursacht Loops. Hä? Wie wenn solange der analoge Film und Video existiert hat, saßen wir in der Logik der Loop. Das Leben konnte nicht anders als neu wieder beginnen. Also das Leben, ich meine die Bewegung. Und wichtig beim also alles digital und dann auch online passiert, ist, dass diesen Logik zerbrochen
ist geworden. Mhm. Auf eine ganz revolutionäre Weise eigentlich. Was ich gerade sagen wollte, einer der wirklich ganz grandiosen Arbeiten von dir ist The Fraction of a Happy Moment. Sections of a Happy Section Moment? Ja, mhm. Wo einfach ein Moment, ich glaube ein Basketballspieler, Fußballspieler von einem Dach, von einem Haus, von unwahrscheinlich vielen Kameras parallel aufgenommen wird mit sehr hoch- und schnell auslösenden Kameras, wo, ich glaube, eine Sekunde oder ein unwahrscheinlich kurzer Moment gedehnt wird über, ich weiß nicht, wie lange die Arbeiten geht, mehrere Minuten. Ja, und ja. Wo man auch merkt, wie, was wir immer so banal so dahin sagen, dass eben Zeit was sehr Dehnbares ist und je nachdem, ob man verliebt ist oder irgendwie, ob man schnell auf die Auto zum Bus muss oder so. Also ist eine Minute sehr lang oder sehr kurz und in diesem Moment habe ich gesehen, wie unwahrscheinlich lang und dicht und erfüllt eben so eine Sekunde sein kann. Vielleicht, Celine, was du machen könntest, ist ja am Computer diesen Slides eröffnen in Keynote. Slides, das spielt automatisch. In Keynote. In Keynote. Wenn Celine das macht, einfach noch hier ein Beispiel, da können wir gleich darauf zurückkommen, was mich auch total schockiert hat, dass du für diesen Film auch wirklich Tierfilme oder Tierabbildungen beobachtest. Er ging in den Zoo und ich habe ihm gesagt, dass ich im Haus erklären wollte, was macht eigentlich der Klabau da mit dem Dschungelbuch. Und habe ich gesagt, also Kipling wird abgelöst von Jimmick und zu sagen, dass das Dschungelbuch wird zurückverwandelt in Tierfilm und das... Da gab es viele Stunden Filmmaterial, die ich gemacht habe in Zoos und Tierparke und die eigentlich ursprünglich für ein anderes Projekt dienten, aber die werde ich auch nicht mehr machen, glaube ich, weil ich habe so oft damit angefangen und wieder aufgehört, dass jetzt reicht es. Und dann ist es das geworden, ist es der Jungle Book geworden aus diesen Bildern, die ich damals geschossen habe. Und das erklärt natürlich auch, warum dass diese Tiere nicht wirklich Tiere sind aus dem Dschungel. Nicht gefunden? Ich gebe mich nicht fest an. Ah, das Slides-Keynote. Die gaan automatisch ook. Als je de Slides-Keynote moet die gewoon aanleggen, dan gaat die automatisch spelen. Es ist keine Performance, es ist nur improvisiert. Eine der rettende Engel. Ja, also wirklich, es ist eine Hybride geworden. Diese Arbeit ist eine Hybride geworden, obwohl sie, und wir arbeiten eigentlich zurzeit noch eine farbige Version von Jungle Book, aber das ist ein sort of Black Market, völlig neue Version. Das dürfen Sie nicht weiter erzählen, das ist ganz geheim. Dürfen Sie alles nicht erzählen, hoffentlich auch nicht aufgenommen. Aber nur weil ich das so, ich finde, wir müssen das auch machen, weil das relativ schnell geht. Ah ja. Was kommt jetzt? Läuft das? Das geht automatisch, glaube ich, jetzt. Oder vielleicht muss es nochmal play. Jetzt kommt es, glaube ich, ja. Naja. Aber ah ja, okay. Das ist einfach, das sind Slides, das zeigt ein bisschen Hintergrundmusik über meine, Hintergrundbilder über meine andere Arbeit. Das ist deine erste Arbeit, oder? Das ist meine erste Arbeit. Das ist zweite Arbeit mit einem Baum und Postcard, wo ich den Baum neu gefilmt habe nach fast 100 Jahren und digital wieder reingeschickt. Das ist dritte Arbeit, also das ist alles chronologisch eigentlich. Also in diesem frühen Beispiel, wo tatsächlich historische Fotografien animiert werden, wo Bewegung, Geschichte, Narration in den Moment reinkommt. Also Installationssicht in Pinakothek der Moderne vor einigen Jahren. Die Fotografie war immer wichtiger als das bewegte Bild. Irgendwie. Weil also ich bin so ein Roland Barthes. Also es gibt verschiedene Gruppen. Ja, in eigentlich technisch genau müssen wir sagen, über das mechanische Bild gibt es verschiedene Gruppen und meine Interessen gehen vor allem an die Fotografie und weniger an die an das bewegte Bild eigentlich. Weil das bewegte Bild hat so etwas, die Macht von erwachsenen Leuten, Kinder. Die sitzen wie mit einem Lolli, Mund offen, ohne etwas zu sagen, nach einem bewegtes Bild zu gucken. Ja, und weg ist die Freiheit. Ja. Also in diesem Sinne finde ich die Fotografie immer interessanter, weil sie sich sie lässt sich manipulieren irgendwie, weil sie ist einen, aber auch nicht mehr, diese Zeit ist auch vorbei.
Das ist Sections of Happy Moment, Algiers Sections of Happy Moment in Kunsthalle, Kunstmuseum St. Gallen. Also wenn jetzt diese Slides durchlaufen, werden Sie einerseits sehen, dass tatsächlich das Werk von David Klabaut, manchmal den Eindruck, das Werk von vielen Künstlern ist, mit ganz unterschiedlichen Medien, Herangehensweisen, aber dieser Moment der Entschleunigung, auch dieser, ich beharre darauf, dieses melancholische Moment, der Versuch, was festzuhalten, auch dieser immer der Blick in die Vergangenheit, ist, glaube ich, ein Moment, den man in ganz vielen Arbeiten immer wieder sieht. Ich wollte aber ganz gerne vielleicht, wir können noch ganz viel sagen zu den Werken, aber vielleicht gibt es ein, zwei, drei Fragen, bevor wir nochmal zusammen rausgehen und uns die reine Notwendigkeit im Dunkeln anschauen. Wenn Sie Lust haben, jetzt gäbe es die Möglichkeit, während die Slides durchsliden. Wenn nicht, nutzen Sie die Gelegenheit, gleich noch beim Glas Wein David Klabaut persönlich anzusprechen. Ich danke Ihnen sehr herzlich. Bitte kommen Sie wieder. Der Film läuft mehr oder weniger Tag und Nacht die nächsten 4 Wochen. Und ich danke dir, David, sehr herzlich. Und natürlich, wie gesagt, unseren flämischen Freunden der Gartengesellschaft, Matthias Böhringer, dass wir diese Arbeit A hier zeigen können und B auch tatsächlich dann im nächsten Jahr unsere Sammlung haben können. Vielen Dank, schönen Danke. Abend und bis bald. Danke, Martin.